Ich bin Erlander. Ah, er hat mich. Hilfe. Wo bist du? Ja, unten. Unten. Jetzt renn weg. Wie komme ich hier raus? Ah. Ja, ich bin down. Kill mich jetzt. Ich habe mich doch wahrscheinlich selber betäubt. Aber wenn ich schnell wieder aufwachen würde. Wo bist du unten? Ja, da wo die T-Rex alle draufhauen. Kann man eigentlich nicht übersehen. Ach, du bist in das Gehege reingefahren. Nee, wurde reingezogen. Ich wurde von dem Greifen gecrappt. Also wenn ihr die T-Rex da draufhaut, noch lebe ich. Ich hab mich selber betäubt, ich hätte die Stunker da nicht werfen dürfen, ey. Aber da gibt's ja auch keinen Ausweg. Ich komm ja nicht raus oder so. Oh, meine schöne Rüstung. What? Ich kann mich... Ich lebe noch! Komme! Da ist ein Gegenspieler überall. Hier läuft so ein runtergesprungen. Ist er jetzt schon da, oder was? Ja, der ist aber nicht durchs Gate. Wo bist du, Beam? Ja, ich bin gelaufen. Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hier bin, Alter. Was soll ich denn das wissen? Ich bin hier unten irgendwo, wo alle Gegner sind. Hier ist ein Ankylo, ganz viele T-Rexe. Ah, ich hab Knochenbruch. Oh, Mann. Ich wach halt nicht auf. Die haben mich übersehen. Ich bin down. Ja, das mit runterspringen war eine scheiß Idee. Ja, jetzt haben sie mich. Und die ging jetzt das übelst geile Gear, Alter. Mich nicht down bekommen, Alter, das ist so lustig. Ich bin gleich weg. Wo bist du denn? La 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 la. Du kriegst mich nicht tot, du kriegst mich nicht tot. Alter. Die Kugeln willst du noch schießen? Wow, er hat's geschafft, unglaublich, Alter Schwede. Also ich war mittendrin und ich lag da jetzt mindestens 5 Minuten oder so, oder vielleicht 3 Minuten, keine Ahnung. Okay, das war's gewesen mit dem Raid. Danke. Maulwurf, wo bist du? Im Himmel. Kann einer den Rhein-Leuten sagen, Rückzug? Das muss irgendjemand machen, der mit denen reden kann. Boah. Ja, krass, Alter, wie lange ich dagegen irgendwie 6 T-Rexer ausgehalten habe. Ja, die haben, wie gesagt, ich lag ja rum, ne? Und dann waren T-Rexer auf mich drauf, ein Spieler hat auf mich geschossen. Ja, ich hätte nicht runterspringen sollen zu dir, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, ja. Wenn, dann hätten alle runtergemusst, glaube ich, und selbst das, ja, es war eine Falle gewesen dann an sich. Ah, weil er mich auch gecrappt hat in dem Moment. Erinnert mich jetzt. Passiert. So, ich bin aber an der falschen Stelle hier gespawnt. Das ist scheiße. Das Wo bist du gespawnt? Am Arsch der Welt. Ja, sag mal, Position. Ist ich das bin gleich in der Nähe von dem Imperium? Ich bin im Osten. Im Osten, ja, ich bin auch im Osten. Okay, dann könntest du mich abholen. Ja, deswegen meine ich ja, nehmen wir den Rocket-Quetzel mit und zerschießen einfach alles. Also, wenn du den Rocket-Turret in Aktion siehst, ich glaube, dir wird einer abgehen. Ja, definitiv, also den sollten wir wirklich mitnehmen. Aber der haut ja übelst die Raketen dann raus. Ja, und? Dann der macht aber übel Schaden. Dann haut er auch übelst die Strukturen und die Dinos weg. Ja, aber das ist doch scheiße, wenn die Strukturen... Du kannst doch kein festes Ziel da mitnehmen, oder? Was kann man? Naja, der schießt doch dann willkürlich überall hin, oder? Nein. Du kannst zielen, ne? Du kannst zielen. Ach so, na dann darf ich mich da draufsetzen? Ja, natürlich. Okay. Genau. Na gut, dann... Ich komm nicht durch das scheiß Target durch. Die Adresse ist 921874. Ja, aber da sind ein Haufen. Erstmal sagt das Ding irgendwie, das ist nicht connected. Und dann sind da halt ein Haufen Fliegen. Okay. Warum ist das Ding nicht connected? Du musst auf Connect klicken. Leck. Ja, aber da steht halt not connected. Soll ich mal probieren, Verbindung aufzubauen? Ich würde nämlich jetzt gleich mal die Stargate-Adressen von Imperium ausprobieren. Ja, das würde ja jetzt relativ wenig bringen, wenn ich, wenn du meins aktivierst, wenn ich da durch will.
Aber so kann man doch testen, ob das noch geht. Naja, es steht ja noch, es müsste ja eigentlich gehen. Boah, übel, krasser Raid. Vielleicht liegt das daran, dass hier ein Giga mitten im Stargate steht. Ich nehm den mal raus. Ja, mach mal. Ja, der ich, ist ich, ich kann's gar nicht annähern. Chill doch mal, Lutz. Boah, ey, und diese verkackten Fliegen, ey. Raste aus hier. Lutz wollte mir noch helfen. So, Lutz, probier mal. Ich hab einen Adler verloren. Ich sterbe jetzt das zweite Mal hier. Ist ein Adler verloren? Ja, ich hab einen Adler verloren, der Follower war durch den Lag. Also, der ist noch nicht tot. Nee, tot ist er nicht, der ist halt irgendwo. Ja, ich bin tot. Muss mich einer abholen kommen. Ja, es waren doch einfach Westen und nimmt das Stargate dann, was da ist, da gleich. Ja, das versuche ich das dritte Mal jetzt. Alter, okay. So, ich probiere mal die Adressen. Wer hat die aufgeschrieben? Online hat die aufgeschrieben. André? Die von Imperium, jupp. Die Adressen. Jupp, welche Herzen denn? Die aktuellste? Ja, gib mal die aktuellste. 132. 849. Aber der große Giga war down. Ja, aber ja. Einer war noch da. Nur noch der 100. So, ich habe jetzt Imperium angewählt. Ich laufe einfach mal durch und guck, was passiert, okay? Ja. Okay. Ich bin bei Imperium in der Base. 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 Yeah, ja, mich hat gerade ein Adler von Imperium gefangen und schmeißt mich überm Wasser raus. Frag mal, ob ich nach Hause bin. Ah, ich bin bei Imperium in der Base. Wir sind alles voll mit Dinos und so. Mach mal ein paar Fotos. Ich nehme auf, Video, Mann. Kann das Tor mal bitte weggehen? Das ist übelst auffällig. Ich muss mich zurückwählen. Nee, muss ich nicht, oder? Aber haben die jetzt die Quelladresse? Wir müssen ja, gleich unser... Wir müssen unser Stargate gleich abreißen und neues bauen. Ah! Ah, da ist ein roter Adler, da sind 8 T-Rex, hier sind überall Turrets. Da ist eine Falle. Die haben da Fallen hingesetzt. Direkt vor das Stargate. Ich überlege jetzt gerade, ist doch egal, wenn ich sterbe. Soll ich mich noch ein bisschen umgucken? Ich krieche ja gerade lang und guck mir das hier an. Auf jeden Fall sind die Turrets aus. Ey, wir können hier voll den Hinterhalt machen. Ey, das ist heftig. Ich überlege nur, ob ich schon mal das Stargate wieder zurückwähle. Hier ist Schleimi, Level 300 Frosch. Ey, ich bin mitten in der Base drinne von dem. Ah, hier ist der Giga, hier ist noch ein Giga. Da ist ein Spieler. Oh fuck, haben die mich schon gesehen? Die haben mich noch nicht gesehen. Ich sehe die Spieler hier überall rumwuseln. Soll ich jetzt hier zurück machen oder soll ich. Na dann, wenn ich jetzt zurück schaffe, wissen die nicht, dass wir das benutzt haben, das Gate. Ich versuche das mal abzupassen, dass sie das nicht mitkriegen. Unsere Adresse ist jetzt eh schon drin, glaube ich, oder? Ja, unsere ist schon drinne. Also unsere Adresse ist eh schon drinne. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, mich wieder zurückzuwählen. Vielleicht merken sie es nicht. Ey Leute, das wäre perfekt für einen Angriff. Okay, ich bin wieder zurück, Leute. Macht das Tür zu hier. Die können jetzt hier durchkommen. Ist das übel. So, Leute. Okay, haben uns erstmal weggerissen, so kommen die erstmal nicht zu uns. Aber wenn sie es nicht gemerkt haben, könnten wir jetzt zu denen. Und so eine Kamikaze-Aktion mit C4 wäre ziemlich geil jetzt eigentlich. Oh, du bist wieder zu hören. Echt? Ja, auch. Wunderbar. Uhu. Ich flieg nochmal ein bisschen und versuch noch den anderen Vogel zu finden. Jo. Konzentriert ihr euch jetzt drauf, ganz viel C4 zu machen, dann könnten die Leute, die jetzt low sind, nackt einfach rübergehen und C4 überall platzieren und gucken, was sie an Schaden anrichten können. Das ist alles auf passiv gestellt. Ich will das erstmal bei euch angucken, ja.
Willst du jetzt mitkommen oder was? Ich hab halt nichts dabei, ich komm mal gucken, wenn du im Hintergrund bleibst, kannst du mitkommen. Ja, ich bin halt nackt, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Nee. Ey, mach mit einem Giga rein, ja? Nee. Also. Das wäre auch eine Wache. Eigentlich wäre das auch eine Idee. Geht doch mit einem Giga rein. Mit 4 Gigas durch das Stargate. Ja, da bin ich dabei. Eigentlich haben wir nichts zu verlieren, lass uns das mal machen. Mit Gigas? Ja, ich würde 2-3 mitnehmen. Ja. Also blasen wir die C4-Aktion ab. Ja, können wir trotzdem machen. Ausrüstung? Irgendwas noch? Ich habe gar keine Waffen, nix. Nee, ich habe auch nichts bei. Ja, sollen wir noch einen billigen Speer mitnehmen oder was? Wir ziehen das einfach durch, oder? Ja. Mit den Gigas, oder? Ja. Dann sind die ein bisschen abgelenkt mit den Gigas und dann können wir platzieren. Das können wir immer noch probieren. Also wenn, dann müssen wir aber einige Gigas mitbringen. Also entweder wir machen jetzt im Stealth C4-Aktion oder wir hauen 4 Gigas rein oder so. Such dir das aus. Ja, dann sterben jetzt wieder alle Gigas und dann lass uns die C4-Aktion machen. Aber da ist ja nur ein Giga. Den Rest können wir alles eiskalt killen. Also ich würde schon, ihr rennt vor, platziert das das C4 und ich bleibe mit dem Giga erstmal an dem Hier, mit einem Giga da reinlaufen bringt nichts. Wir müssen mit 3 oder 4 Gigas rein. Ein Giga ist für den Arsch. Wir haben genug Gigas, wir haben auch jede Menge Eier, also. Der ist ja nicht so hoch, dann lass uns die Gigas nehmen. Okay, wir machen jetzt eine Giga-Aktion. Ja, dann lass uns das C4 wieder wegpacken. Gut, dann nehmen wir nichts mit außer die Gigas. Ja, doch, ist besser, hast du recht. Ich meine, könnt ihr das C4, könnt ihr mir ergeben. Gut, ich droppe das jetzt hier. Hier. Wenn wir dann mit 2-3 Gigas draufgehen, dann geht der eh drauf, von daher. Jo. Ja, ich glaube, dann ist besser. Gut. Wer kommt jetzt alles mit? Ich komm mit. Also mit 3 Gigas. Will noch jemand mitkommen? Ja. Kann einer den 1 Giga hier, der Mimi, der steht hier günstig. Ja, ich nehm den dann. Malvo, schmeiß mal deine Remote mit noch raus. Aber kein Weibchen mitnehmen, ne? Achso, okay. Oder? Ich habe jetzt einen Menschen. Also nur Menschen mitnehmen, ja. Nur Menschen mitnehmen, aber wir brauchen noch einen Menschen über. Also alles, was ein Menschen brauchen wir. Die haben hier gerade Stau, ne? Ja. zwischen den zwei Weibchen steht ein Menschen. Also, wenn ihr das Tor durch das Tor ins Giga-Gehege geht, links die sind zum Eier machen. Ja, Beam, ich glaube, du musst erstmal nach hinten. Ja, du musst in den Stargate rauen. Ja, hier müssen wir übrigens noch ein Stargate bauen. Ja. Ah, nee, wir wollten das draußen bauen. Das macht sowieso mehr Sinn, weil dann kommen wir besser durch alle. Okay. Soll ich Mini hier lassen? Das ist ein Weibchen. Also es sollten alle Weibchen da bleiben und ein Männchen, damit wir noch züchten können. Ich glaube, der heißt auch Zuchtbulle. So, ja. Ich baue das Stargate jetzt direkt hier hin, ja, zwischen Turm und Base, ja. Also zwei Weibchen sind da, dann kann ich ruhig das dritte Weibchen nehmen. Sonst könnt ihr auch das Stargate oben in dem Turm nehmen, weil das ist zerstört, hat Ryan gerade gesagt. Nee, das Stargate ist noch da, aber der Turm ist zerstört. Ach so. Dann lass das in dem Turm nehmen. Jo. Dann drop das andere, dann nehme ich das hier mit. Ich hau's ins Giga. Ich hau's hier. Oh, hoffentlich haben die es noch nicht gemerkt. Ich bete ja dafür. So, ich nehme jetzt hier den Level 188 Giga. Der ist männlich, ja. So. 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 Oh, wenn die Aktion wäre zu krass, wenn das klappt, würde. Wir müssen aufpassen, weil die können vielleicht Tore zumachen und so, ne? Ich weiß nicht, ob mit den Giga. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die können uns sich voneinander abgrenzen von uns. Hi. Also am besten, wir machen eine Giga von den Down und dann ein bisschen verteilen irgendwie. Das wäre vielleicht dann einfach alles umragen. Ja, alles kaputt machen, was geht. Und vor allem gucken, dass nicht, dass die dann den Tür zumachen und wir kommen nicht mehr weiter oder so. Das wäre also. Ach so, pfeift mal die noch auf neutral. Dass wenn ihr runtergeschossen werdet oder sowas, dass die hier nicht passiv sind. Ja, meiner ist neutral. Gut. Ja, am besten aggressiv, oder? Geht nicht? Ja. Ja, aggressiv ist auch ganz gut, ja. Aber kann ich nicht einstellen. Kann ich auch nicht, ja.
Set aggression to aggressive. Geht ah, jetzt, man darf nicht draufsetzen, wenn das. Genau. Okay. So, ich wähle an, ne? Ich gehe noch ein bisschen weiter vor mit dem Giga. Scheiße, ich muss das essen. Geh mal nicht so weit vor, Lutz, für den Fall, dass ich ein Stück zurück muss. So, ich wähle jetzt, ne? Bin übelst nervös. Viel Spaß! Ich brauch die Adresse nochmal. 1, 3, 2. Moment. 8, 4, 9. Ich glaube, das wird übelst cool. Okay, es geht. Okay, ich laufe. Jawohl. Okay, ich bin drüben. Ich häng fest. Rückwärts. Ich kann mich bewegen. Okay, los geht's. Lutz, du stehst im Weg. Lutz! Ja, ich muss mich rumdrehen. Ruckel. Dreh dich um, Lutz. Ich versuch da durch. Ich muss mich da durchkämpfen. Beißen. Ich komm nicht durch. So, alles killen jetzt hier, alles killen. Ich mach mal einen Schritt zurück, dass du durchkommst. Ja. Da vorne ist ein Spieler. Aber kannst du irgendwie, ich komm hier nicht durch. Ich kann mich nicht drehen. Das, Die werden Stun-Granaten. Das ist da geht. Ich bin stunned. Ja, ich komm durch. Ich bin stunned. Okay, ist der auf Akku gestellt, da müsst ihr ja noch weiter Action machen. Boah, krasse Aktion, Mann. Scheiße, die haben das viel zu früh gemerkt. Aber Happen killt hier noch weiter, das ist gut. Ja, ich sitze noch drauf. Ja, ich bin down. Weil ich hab halt kein Fortitude und nichts geskillt. Scheiße! Boah, ich zitter am ganzen Körper. Mann, ich will auch rein. Kommst du nicht durch? Das Target ist kaputt. Die haben das Target down gemacht. Jo, ich bin leider mit dem Vogel durchgeflogen, aber ich bin rausgekommen aus der Base. Ja, okay. Aber das Target ist Schrott. Lutz, bist du noch am Leben? Lutz, mach sie platt! Lutz? Ja, ich bin hier gerade mit Schaum vor Mund. Oh, und ich sehe gar nichts, Mann. Das ist doch scheiße. Mann, schade. Der Happen ist schon fast down. Auf dem bist du gerade, ne? Du kannst noch ganz schnell versuchen, auf den anderen drauf zu kommen. Ja, ist halt gefährlich, ich hab halt keine Rüstung. Oh. Ja. Damit. Jo, ich bin auf dem anderen drauf. Nice. Jawoll. Nice. Kommentier mal den Kampf. Ja, ja, keine Ahnung, ich steck hier in irgendwie 10 T-Rex drin, ne? Ne, 10 T-Rexen. Kann mich keinen Meter bewegen. Und ich glaube, ich habe den gegnerischen Giga getötet. Hast du? Ja, also ich sehe zumindest kein Giga mehr von denen. Oh, das Problem ist, man ist nicht durchgekommen, sonst hätte ich versucht, instant auf den Spieler zu kommen. Ja, das. Oh, Giga ist down. Und André, du stehst dann. Ich bin mit Fäusten! Ich bin rausgeflogen aus der Base. Jo. Die hatten die Türen offen. Okay. Ich mach jetzt zurück zu unserer Base. Ja, schade, ich komm leider nicht durch. Ja, das Problem. Gate ist von denen down, ne? Die T-Rexe von denen waren auf Aggro. Und die waren instant quasi, steckten die in der Tür und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, das ist das Problem gewesen. Wir haben instant festgesteckt. Ja. Weil wir hätten nur auf die Spieler, wäre ich nicht gestunt geworden, dann wären wir doppelt so stark fast gewesen, weißt du? Wir hätten halt nur die Spieler schnell killen müssen. Aber es war halt kein Bewegen gewesen. So, wollen wir dann trotzdem da nochmal einen Angriff, oder? Was sagt ihr? Also Ryan würde mitmachen mit den Jungs. Cool. Oh, ich zitter am ganzen Körper, Mann. Krass. War doch cool. Kannst du mich gleich mal einladen. Ja, aber auch cool gewesen. Ist auch ganz oben. Es war nicht komplett. Habt ihr die Turrets aus? Das am Turm, das in der Base ist kaputt. Achso, Bugs, ich bin auch noch kein Admin. Das ist unsere Base, hat man kaputt gemacht extra, damit die nicht da zu uns kommen. Also ich frage mich nur, haben wir das Gate zerstört? Jo, aus Versehen mit den Gigas, oder haben die das kaputt gemacht? Nee, ich glaube, das haben die kaputt gemacht. Schade, dass wir da nicht besser durchgekommen sind. Irgendeiner hat da entweder eine Granate hingeworfen oder mit einer Rakete drauf geschossen. Okay. Jo, danke. Sag mal, irgendwie, entweder ich habe die Turrets im Fabricator vergessen und die sind jetzt verbraucht, oder keine Ahnung. Nee, die habe ich in die Turret-Box gepackt. Achso. Und Lutz hat drei Stück. Was ist das denn hier?
drei oder vier mitgenommen für die Turret. Treffen die mich an? Ja gut, dann hab ich was mich sind, vergessen. Sind die aggressiv hier? Terrorvögel hinter mir. Die sind aggro, ja. Ja, Hilfe! Hinter mir! Ah! Das gibt's doch nicht! Leute! Lutz! Hilfe! Mach mal die Tür auf, ich muss durch. Au! Hilfe! Was sind jetzt unsere Dinos aus? Au! Ich bin nur so klein und schutzlos. Komm, ich sind Terrorvögel, also erstmal durch die See und die greifen mich an. Ah, meine Wölfe! Nur weil ich gesagt habe, dass ich die lächerlich finde. Die Wölfe? Oh, stell dir mal vor, die Terrorvögel hätten jetzt unsere Base platt gemacht. Ja, jetzt sind alle Wölfe draußen. Ja, ich hatte gerade die Tür aufgemacht, weil ich rein wollte, hab mich einer mit dem Basic getroffen mit dem Quetscher. Boah, krass. So, dann gebe ich mal bei einem Bescheid, in ungefähr 30 Minuten machen wir nochmal einen Angriff. Jo, den sich schon mal reinsetzt und wir den Vogel dann auf Follow machen, oder? Ja, dann macht's halt so. Genau. Nee. Warum nicht? Den fliege ich lieber, das ist mir lieber. Hä? Wer fliegt den Quetzen? Achso, den Vogel von Beam, ja. Also ja, den Quetzen fliege ich. Genau. Ja, aber ja, genau. Und die Rakete nehmt ihr mit. Ja. Aber ich mach den auf Follow. Okay, Lutz, aber du musst dir auch mir dann ganz genau sagen können, wo du den parkst und irgendwo, wo man hinkommt auch. Also hier sind noch 70 Raketen in der Explosivkiste. Weißt du, ob ihr die mit haben wollt? Gut! Ja, deswegen sag ich. Ja, hab ich doch die ganze Zeit gesagt, dass ich die gecraftet hab. Ja, ich hol die mal eben. Kann jeder nimmt sie. Ich weiß nicht, wollen wir alle mitnehmen? Falls der rippt vielleicht nur so. Ach, einfach mit dem Ding alles rausholzen. Okay. Ja, dann lass mal 18 hier, so. Ja, lass mal 18. Hau einfach die komplette Base weg. Maulwurf legt hier rein. Dann bring ich den. Oh, ich würde ja gerne mal schießen. Aber im Trollolol? Ja. In welcher Frequenz schießt denn das? Eher so Pam, Pam, Pam oder eher Pam, 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 Pam? Ja, schon nacheinander. Also Zisch, bisschen warten, Zisch. Okay, also nicht Pam, also nicht Pam, sondern Zisch, Zisch. Ne, ich würde eher sagen, das ist so, ja. So Zisch. Könnt ihr das doch mal machen? Das kommt auch ein bisschen, kommt auch ein bisschen drauf an, wo du stehst. Also wenn du zum Beispiel mitten in der Flugbahn bist, dann ist es eher so. Ja, das kann wirklich sein. Und wenn du aus dem Startpunkt bist, dann geht's ja eher tsch, immer dann mal leiser, weil es fängt laut an. Okay. Wenn der dir vorbleibt, macht sie Also ich flieg schon mal los, weil ich bin ja langsam, ne? Aber ich find's gut, dass wir das auch mal geklärt haben.